Ist ein bisschen weit geschwommen. Pfui. Cookie, komm weg da. So. Es ist Mittwoch, der 20.04.2016. Ja, müsste richtig sein. Und wie ihr gesehen habt, war ich am Strand mit Cookie und der Drohne. Und ich müsste der Drohne endlich einen Namen geben. ja. Schön war's. Sonnenaufgang war nicht ganz so schön, wie ich mir erhofft habe. Aber, ja. Trotzdem schön. Und jetzt zum Schluss. Sieht. Das ist ja nochmal alles schick. Ich finde übrigens immer schön die Spuren. Und so Spuren im Sand hier. Naja, jetzt geht's nach Hause. Jetzt trinken wir einen Kaffee. Und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Ich habe frei. Ich muss allerdings Video schneiden. Und so ein paar Sachen erledigen. Also ich habe nichts weiter vor, heute Morgen habe ich auch noch frei und ja, ein Chili Willi. Also Videos schneiden, bisschen Papierkram, bisschen anderen Kram, aber alles ganz in Ruhe. Und ich hatte einfach mal Bock, die Drohne wieder steigen zu lassen und ja, ein paar Fotos machen, ein paar Videos machen. Nur so just for fun und um ein bisschen in der Übung zu bleiben beim Drohnenfliegen. Und man hat gemerkt, oder ich habe gemerkt, wenn man eine Weile nicht geflogen ist, dann braucht man am Anfang erstmal wieder ein paar Minuten, um klarzukommen und um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie die Drohne sich verhält. Wieder an den Strand. Jetzt ist die große Runde mit dem Hund dran und ja, die Zeiten sind beim Hund so drin, dass die ihre große Runde jetzt noch haben will, obwohl wir heute Morgen schon etwas länger am Strand waren. Aber naja, so ist der Hund und möchte ich hier auch nicht verwehren. Ja, mein Objektiv spinnt mehr und mehr. Heute Morgen wollte ich Fotos machen oder habe auch Fotos gemacht
Und manchmal hat es einfach keinen Fokuspunkt gefunden. Der Kontrast war eigentlich da, hätte also einen Fokus finden müssen, aber naja, nicht gespannt. So, egal. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram veröffentlicht, am Usel-Magazin, auf meinen Seiten und den Videoteaser geteilt. Das Video ging heute online 246 und ja, das habe ich jetzt den Vormittag gemacht. Jetzt ist es 9.48 Uhr und ich gehe mit Cookie jetzt, wie gesagt, nochmal an den Strand. Guck mal, ich habe einen Stock gefunden. Werde meinen Füßen jetzt mal was Gutes tun. Das ist die beste und günstigste Pediküre, die man haben kann. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Komm. Scheiß Papieraufkleber. Oh, ich hab nur lauter Sand auf der Linse. Mir ist nämlich vorhin die Kamera in den Sand gefallen. Nicht nur das Objektiv, so wie letztes Mal, sondern die ganze Kamera. Also sie stand auf dem Stativ, also auf dem Gorillapod im Sand und hat Timelapse aufgenommen und irgendwann kippte sie um. Naja, keine Ahnung, was sie da mit der Bohrmaschine machen, aber ich will sie ihnen wegnehmen. Dieses Geräusch an sich nervt mich total. Ich mag dieses Geräusch nicht. Und es hört sich irgendwie falsch benutzt an. Um 20.15 Uhr ist Sonnenuntergang und zwar in 22 Minuten. Also habe ich beschlossen, ich gehe jetzt mal zur Seebrücke. Zweck vom Rechner, vom Videoschneiden und gehe zur Seebrücke. Die Drohne bleibt hier, Cookie bleibt hier. Oh, ich habe immer noch Sand auf der Linse, sollte ich vielleicht langsam mal sauber machen. So, bist Schneebär. Ich komme wohl nicht drum rum, mir in naher Zukunft ein neues Objektiv zu kaufen. Ich habe jetzt das 1750-28 von Tamron, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aber es naja, ein Fields in Sand, zweimal inzwischen schon. Der Autofokus spinnt manchmal. Nicht so toll. So, und dann kommt für mich aber nur das 1740L Objektiv von Canon in Frage. Das hatte ich mal ein paar Tage zum Testen und da ist schon ein Unterschied, das ist schon beeindruckend. Für Billigkauf kauf zweimal. Nein, das Tamron hier ist sehr günstig gewesen im Vergleich, aber ist auch ein geiles Objektiv. Aber der Unterschied bei den Canon L Objektiven ist doch gewaltig. Ab 18 Uhr hätte ich schon in den Kaiserbädern. Bordsteine hoch, kommen noch was los auf den Straßen. Selbst in der Saison. Sehr windig ist es nicht, also die Drohne hätte ich mitnehmen können, aber ich habe auch nicht viel Lust. Vielleicht morgen. Fast ein bisschen langweilig. Keine Wolken am Himmel. Die Sonne geht auch hinter den Bäumen da hinten unter. Da muss ja erst noch ein bisschen weiter rumkommen, das passiert erst im Sommer. Ja, schade, leider war der Sonnenuntergang nicht so spektakulär wie,
wie gehofft habe. Ein bisschen wenig Wolken und so, aber naja, so ist es manchmal. Lustig ist natürlich, wenn die Leute am Strand. Fotos mit Blitz, das wird ganz sicher was. Instagram-Mission beendet. Nicht so erfolgreich wie erhofft. Und dieses Vlog jetzt auch. Also ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Was denn hier unten welchen Scheiß hier? Weißt du so jeder, dass du hier der Boss bist?